Hallo liebe Freunde des Europaparks, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europapark Oldies. Ich bin Benny, der rote Eumel. Heute geht es bei uns um die Old 99 bzw. Jim Knopf, eine Reise durch Lummerland, wie sie heute heißt. Die Old 99 wurde 1977 eröffnet. In den ersten Jahren fuhr man noch an kleinen Blumenbeeten und mehreren kleinen Modelleisenbahnen vorbei. Eine größere Garteneisenbahn umrundete das Ganze. Die Lokomotiven selber waren damals noch in Grün, Gelb, Orange, Blau und ich glaube Rot gehalten. Ja. Ungefähr im Jahre 1990, das genaue Datum konnte ich leider nicht herausbekommen, wurde die Bahn umthematisiert. Sie wurde zur Old 99 Zirkusparade. Man fuhr jetzt durch kleine Zirkuszelte, welche mit süßen kleinen Animatronics zum Thema Zirkus bestückt waren, fuhr man durch. Ja. Jedes Einzelzelt war einem anderen Zirkus gewidmet, zum Beispiel Zirkus Knie, Zirkus Krone, Zirkus Boglione und Arnando. Dass damals die Jingle Jungle Jungle Boys auch schon bei der Old 99 Zirkusparade mit an Bord waren und als sie später in Jim Knopf umgewandelt wurde, durften sie bei der Oldtimerfahrt weiterspielen. Ja, da stehen sie bis heute noch. Nun,
Das waren eigentlich die ganzen Fakten zu Old 99, die ich gefunden habe. Gucken wir uns noch mal an, wie sie heute aussieht. Als Jim Knopf eine Reise durch Lommerland. Das wird ein Riesenspaß. Und da ist Frau Maas. Wie gut das duftet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald mehr von mir mit weiteren Oldies. Euer Benny.